Warum ist für Sie Rastatt der richtige Ort für eine Landesgartenschau? Ja, ich bin bereits seit einigen Jahren im Rastatter Gemeinderat und habe bereits die Bewerbung im Jahr 2009 unterstützt. Wir haben mit dem Rastatter Bruch und auch mit der Murg und natürlich mit dem historischen Kern, mit der Schlossachse, genügend Grünflächen, die im Rahmen einer Landesgartenschau positiv entwickelt werden könnten. Eine Landesgartenschau bietet immer auch die Möglichkeit, Zuschüsse abzugreifen und Flächen zu entwickeln, die wir ohne diese Zuschussmöglichkeiten nicht entwickeln könnten und auch nicht entwickeln würden. Was wünschen Sie sich für Ihren Ortsteil? Für Blittersdorf wünsche ich mir vor allem, dass die Radwegeverbindung in die Stadt vom Paminaweg, von der Rheinfähre kommend, verbessert werden und wir somit emissionsfrei enger an die Stadt angebunden werden können.